Ein Palästinenser hat nach Polizeiangaben in Jerusalem zwei israelische Soldatinnen mit einem Messer angegriffen. Eine Soldatin wurde schwer verwundet, ein anderer Soldat wurde leicht verletzt. Die Grenzpolizei habe den erst 16-jährigen Angreifer daraufhin erschossen, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Ein weiterer Verdächtiger sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Erst am 30. Oktober hatte ein palästinensischer Mann in Jerusalem einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und schwer verwundet.